Ja, Hallöchen, ich bin hier gerade mit dem Hotelbesitzer vom Hotel Andreas, Richard Fink, unterwegs in einem der Geschäftsautos, dem Topolino. Mit dem Ferrari F40. Ja, genau. Ja, lieber Richard, du bist ja eines der wenigen Hotels in Südtirol im Moment, jetzt im Mai, wo Full House hat. Wie kommt das? Ach, das ist einfach nur, weil es so schlechtes Wetter hat. Da müssen die Gäste ein gutes Hotel suchen und dann gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. Ja, ja, das hast du. Bei schlechtem Wetter, ja, gibt es fast nur das Andreas. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Hier im Andreas haben wir ja wirklich alles, ja. Super tolle Wellnessanlage. Du hast ja was Neues dazugebaut, gell? Jetzt im Frühjahr. Ja, wir haben einen Badesee und eine absolute Neuheit. Das ist unsere Evention Sauna. Da könnten wir aber kurz mal reinschauen, ja, und ein paar Erklärungen dazu abliefern. Ich glaube, wir verlassen das Auto und gehen da mal hin jetzt. Sollen, ja, das machen wir gleich. Okay. Eine Frage noch. Wieso tust du, hast jetzt das Hotel neu gebaut, wieso tust du dann permanent jedes Jahr wieder zig Millionen in die Hand nehmen? Wie kommt das? Um, dass die Gäste immer wieder was Neues haben. Fantastisch. Also du bist für mich ein absolut riesengroßes Vorbild, auch für die meisten Hoteliers, weil die bauen ein Hotel und da machen sie ja gar nichts mehr, gell? Nein, das machen wir nicht. Solange es möglich ist, machen wir jedes Jahr etwas Neues und nicht nur jedes Jahr. Es wird das ganze Jahr über gebaut bei uns. Ja, super. Etwas wird immer gemacht. Ja, sehr schön. Dann packen wir mal ein hier. Wir fahren jetzt gerade in die Tiefgarage rein vom Hotel Andreas. Wie viele Autos haben hier Platz, Richard? 140. 140 Autos? Ja. Ist ja fast größer als ein öffentliches Parkhaus, ne? Das ist dann größer, weil es, ja, hat auf jeden Fall mehr Platz. Bei uns muss man nicht immer gegen die Pfeiler fahren. Ah, sehr gut. Und wir haben ganz viel Platz. Ja, super. Und wie viele Parkplätze hast du unten, also vor dem Haus? Das sind circa nochmal 120. Aber das ist hauptsächlich für die Golfspieler. Ah, okay, super. Also die Gäste parken dann alle hier im Parkhaus? Unsere Gäste parken alle im Parkhaus. 140 Parkplätze. Und wie viele Zimmer hast du? 79. 79? Ja. Super. Und wenn die alle belegt sind, kommst du auf wie viele Gäste? 200 im Schnitt. 200, ja. Ja, super. Maximal 230 und, ja, minimal 180. Sehr schön. Wunderbar. Dann freue ich mich jetzt mit dir gemeinsam ein bisschen durchs Haus zu gehen. Okay. Schauen wir uns die einzelnen wunderschönen Stationen an. Danke vielmals. Bitte bis schön. Gleich. Danke. Ciao. Tschüss.